Scott, wir begrüßen wieder euch ganz herzlich zu der Sendung der FT-Plattform. Und ich möchte ganz kurz als Deutschlehrer etwas zum Ukraine-Krieg sagen. Bis zu 15 Jahren Gefängnis für Wahrheitswörter wie Krieg, Invasion, Angriff. Wie fett muss die Lüge sein, wenn die Wahrheit so hart bestraft wird? Tarnwort, Extraoperation, Sonderoperation, Political Correctness à la Russie, so wird es genannt. Tarnwort, Sonderbehandlung im Dritten Reich. Tarnwort für die Ermordung und die Vergasung für viele Millionen von Juden in den Konzentrationslagern. Tarnwort, Euthanasie, Eu für gut und Ho, Thanatos für der Tod, der gute Tod. Tarnwort für die Ermordung von Behinderten und Kranken im Dritten Reich. Beschönigung, Tarnung, Lüge. Das ist die Sprache der Diktatoren, auch wenn sie zeitlich und auch direkt nichts miteinander zu tun haben. Wie muss Sprache sein? Wie müssen Worte sein? Klar, präzise, wahrheitsgemäß. Worte dürfen ehrlich, hart und auch betroffen machen, wenn es um die Wahrheit geht. Und ich fasse zusammen, wir müssen wieder eine Kampfgemeinschaft werden, eine Kampfgemeinschaft für Freiheit und Demokratie. Und jetzt wieder Deutschlehrer. Was ist eine Kampfgemeinschaft? Ich teile es auf in drei Teile. Kampf, Ge und Mein. Kampf ist klar. Ge ist ein Pluralpartikel und Mein steht für ich. Meine Werte, Freiheit und Demokratie wird geteilt von anderen, Plural, Ge, von einer Gruppe. Aus dem Ich wird ein Wir. Und dieses Wir kämpft für genau diese Werte, tritt ein für diese Werte, Freiheit und Demokratie. Und das nennt ihr eine Kampfgemeinschaft. Und für diese Kampfgemeinschaft, für Freiheit und Demokratie, für diese Kampfgemeinschaft stehe ich. So, das war jetzt Deutschlehrerworte zum Ukraine-Krieg. Jetzt Franz Kafka, der Verschollene, Überblick zu Inhalt und zentralen Stellen mit Erläuterungen. Warnung vorweg, es wird Zeit brauchen. Ich denke, ich biete euch sehr viel, aber in großer Ruhe. Wer es schnell haben will, soll eine andere Sendung von mir sehen. Kurzzusammenfassung oder Interpretation. Diese Sendung jetzt dient dazu, dass ihr in aller Ruhe einen Überblick bekommt über das gesamte Werk, jede Interpretation. Also ich habe die ganze Interpretation in drei Teile geteilt, dass nicht zu viel wird. Der erste Teil ist Kapitel 1 bis 3, der zweite ist 4 bis 6 und dann gibt es einen dritten Teil, zwei Kapitel und zwei Fragmente. So, jetzt die Frage der Ausgabe. Sie seht sie hier. Ich lese nochmal vor. Franz Kafka, der Verschollene, Reklam, XL, Text und Kontext, Nummer, ich diktiere sie, 16117, 2021. Diese Ausgabe hier wird am Allgemeinbildenden benutzt oder auf jeden Fall in den Fortbildungen empfohlen. Also bitte, diese Ausgabe braucht ihr. Was ist so der Ansatz von dieser Sendung? Dass ihr euch hinsetzt, einen Marker nehmt oder einen Stift nehmt, egal wie ihr es wollt, und die zentralen Stellen, die ich in aller Ruhe vorlese und auch kurz erläutere, unterstreicht und so in aller Ruhe Schritt für Schritt das ganze Werk durcharbeitet, den Inhalt kennt, ihn auch teilweise erläutert bekommt, als Interpretationsansätze
und die zentralen Stellen im Werk markiert habt. Wie habe ich gearbeitet? Gut, ich habe erst einmal das selbst gelesen. Dann habe ich die gesamte Schulsekundärliteratur durchgearbeitet. Und von der Schulsekundärliteratur die zentralen Stellen eingebaut, sodass ihr am Ende dieser drei Sendungen eigentlich alle zentralen Stellen der Schulsekundärliteratur kennt und auch, behaupte ich es einfach mal, verstanden habt. Ich habe ein Manuskript gemacht und jetzt, bitte, druckt euch dieses Manuskript aus, und zwar in Farbe. Da habt ihr die Seitenzahlen in Rot, den Inhalt, ganz kurz, zwei, drei Wörter nur, ganz, ganz kurz, in Grün und Interpretationsansätze, Erläuterungen in Blau. Du könnt ja sehr, sehr gut folgen. Also bitte, bitte ausdrucken. Ich starte Kapitel, also das Ganze ist jetzt Kapitel 1 bis 3, also diese Sendung, geht von Seite 7 bis Seite 89. Ich beginne mit dem ersten Kapitel, der Heizer, Seite 7 bis 38. Wir starten auf der Seite 7, Zeile 3 bis 6. Als der 17-jährige Karl Rossmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm bekommen hatte, dass er beginnt. Und nun, kleiner Hinweis, Theodor Fontane, also ich da, im Norden, vertrat die Auffassung, im ersten Kapitel und eigentlich im ersten Satz müssen die zentralen Aussagen des gesamten Romans stehen. Und jetzt überlegt mal, ihr habt den Namen, Alter, wobei da gibt es noch kleine Unterschiede. Und jetzt habt ihr eine Person, die letztendlich nur Opfer ist. Passiv. Er wurde geschickt. Er wurde verführt. Und ihr will es in eurer Sprache sagen, es gab halt einen Betriebsunfall. Es gab ein Kind aus dieser eigentlich fast schon Vergewaltigung des Jungen durch das Dienstmädchen oder die Köchin. Na, wie alt war sie? Um die 30 herum. Und ihr habt also eine Gestalt der Passivität, und das wird auch ein roter Faden sein, meist wenigstens. Und ihr habt ein Motiv, nämlich Verurteilung und Bestrafung. Und die Verurteilung für Dinge, wofür er eigentlich nichts kann. Und die Bestrafung steht ihm kein Verhältnis dazu. Jetzt nur auf den Roman betrachtet, ihr habt jetzt die gleiche Problematik beim Onkel und ihr habt sie wieder beim Oberportier und Oberkellner. Also wenn ihr den Roman kennt, wisst ihr, was ich meine, wenn nicht, ihr werdet es erfahren. Es geht weiter. Und ich bin jetzt hier in der Zeile, also die gleiche Seite, Zeile 9, 10 und 11. Es geht um die Freiheitsstatue. Hier wird sie Freiheitsgöttin genannt, also die Freiheitsstatue, also New York. Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte. Jetzt werdet ihr sagen, dummer Kafka, hat keine Ahnung, der hat doch niemand ein Schwert. Also, ihr und ich weiß natürlich, Kafka war nie in Amerika, klar, logisch. Aber es war nicht, dass er, sag's mal, zu blöd ist, diese Freiheitsstatue richtig darzustellen, sondern da liegt eine Aussage drin. Das wusste er natürlich, dass er kein Schwert hat. Wofür steht Schwert? Für Gerechtigkeit, für Bestrafung oder Hinrichtung, Tod als Richtschwert. Also, gell, das sind Signale, sind eine Antizipation, was vermutlich kommen wird und so weiter. So, der Junge vergisst nun, also der ist auf dem Schiff, der geht also kurz vor dem Einlaufen im Hafen von New York. Das ist natürlich also unheimlich aufregend. Er vergisst seinen Regenschirm unten im Schiff. Aber er steht oben mit seinem Koffer da. Jetzt sagt er zu einem Mann, hey, komm mal her. Der Name wird sogar genannt im Roman. Von diesem Mann, bitte, bitte bewach meinen Koffer, bitte. Ich muss schnell runter und meinen Regenschirm holen. Jetzt für die, die den Roman schon kennen, es gibt eine Parallelsituation. Und zwar sucht er seinen Hut in dem Landhaus von Polander.
Gell? Da ist sie genau die gleiche und ist orientierungslos. Das kommt jetzt gleich. Ich mache weiter auf der Seite 8, die Zeilen 12 bis 14. Also jetzt stellt euch bitte vor, der Junge geht nun durch das Schiff durch, durch die Gänge, er verirrt sich, er ist total orientierungslos, weiß gar nicht, wo es lang geht. Es sind fast keine Menschen mehr da. Klar, die sind kurz vorm Anlegen. Und er haut dann an jede zweite, dritte, vierte Tür. Jetzt Zitat. Warum schlagen Sie so verrückt auf die Tür? Fragt ein riesiger Mann, kaum, dass er nach Karl hinsah. Also jetzt, eine lebende Seele ist da, die ihm öffnet. Ich mache weiter, Seite 9, Zeile 17 bis 19. Ich sollte mich vielleicht an diesen Mann halten, ging es Karl durch den Kopf. Wo finde ich gleich einen besseren Freund? Also gilt, die kennen sich jetzt 2-3 Minuten. Und sie haben ein Draht zueinander. Die Chemie stimmt. Seite 10, Zeile 9 bis 10. Ich bin doch Schiffsheizer, sagte der Mann. Also er kennt sich aus, also Karl sagt ja, können Sie mir helfen und so weiter mit dem Regenschirm. Ich bin auf der Seite 12, Zeile 14 bis 18. Als ihm der Vater den Koffer für immer übergeben hatte, hatte er im Scherz gefragt, wie lange wirst du ihn haben? Und jetzt war dieser teure Koffer vielleicht schon im Ernst verloren. Klar, kann er nicht bewachen. Er ist jetzt unten, sucht mit dem anderen nach dem Regenschirm oben. Ist der Koffer vielleicht unbewacht oder wird geklaut? Ne? Das heißt, die Prophezeiung oder die kritische Anfrage des Vaters könnte hinkommen. Also, das war wieder ein schlechtes Gewissen, wie meist. Aber der Koffer steht für die Verbindung zu den Eltern, zur alten Heimat. Seite 13, Zeile 11 bis 12. Warum er den Koffer während der Fahrt so aufmerksam bewacht hatte. Das heißt, er hat während der Fahrt immer nur geguckt, dass ja, nichts an diesem Koffer passiert. Ich bin auf der Seite 14. Ich beginne mit der Zeile 13 bis 14. Also da steht das Wort Muttergottesbild. Dieses Muttergottesbild nimmt der Heizer von der Wand, weil er gerade packt, weil er das Schiff verlassen will, weil er kündigen will. Das wird noch das Thema werden. So, jetzt muss man Folgendes sagen. Der Heizer erzählt Karl, er fühlt sich ungerecht behandelt, er fühlt sich gedemütigt und er begehrt auf, er will gegen diese Ungerechtigkeit kämpfen. Das ist ein Schubal, der Obermaschinist, der ihn unterdrückt. Und sein Rumäne, also aus Sicht vom Heizer, ein Ausländer, und das Schiff, obwohl das Schiff ein deutsches Schiff ist, das kann auch nicht sein. Und Karl identifiziert sich mit ihm, macht die Sache des Heizers zu seiner Sache und sagt, ich trete für dich ein, ich kämpfe, wir kämpfen gemeinsam, und rät ihm, zum Kapitän zu gehen und seinen Protest dort anzubringen. Also jetzt geht der Heizer, das riesige Geschöpf da, mit dem Karl los, durchs Schiff durch, Richtung Kajüte oder Raum, großer, schöner Raum vom Kapitän. Es geht weiter. Das ist die Zeile 829-30. Der Heizer rief eine gewisse Linne allein zu sich, legte den Arm um ihre Hüfte und führte sie. Also, und ich lese mal schnell weiter, das ist vielleicht jetzt noch sinnvoll. Fünf Zeilen drunter, 34, 35. Wo hast du denn den schönen Knaben aufgegabelt? Rief sie noch. Also er umarmt sie. Hier habt ihr jetzt ein Bild, wie Karl wirkt. Jetzt gebe ich nur einen Tipp. Hier hättet ihr einen Bezug zu Felix Krull von Thomas Mann. Der schöne Knabe. Nur deswegen habe ich es euch jetzt gebracht. Also hier ein gewisser Bezug. Also sie gehen jetzt weiter durch das Schiff durch Richtung Kapitän. Und Karl beobachtet und hört, jetzt bin ich auf der Seite 15, die Zeile 28. Von Kriegsschiffen her erklangen Salutschüsse. Also auf dem Weg hört er die Salutschüsse. Sieh die Kriegsschiffe. Geht auch wieder die Kriegsschiffe, seine Antizipation. Hier wird etwas möglicherweise zum Konflikt
ja, fast schon Krieg kommen, wird Opfer fordern und so weiter. Das ist nur Antizipation, Vorwegnahme in einer bestimmten Richtung. Siehe Freiheitsstatue. Jetzt geht es weiter, die Zeile 35, 36, 37. Hinter alledem aber stand New York und sah Karl mit den 100.000 Fenstern seiner Wolkenkratzer an. Die Wolkenkratzer blicken auf ihn. So empfindet er das. Ja, gut, er durch die verschiedenen Schiffsaugen durch. Immer noch auf dem Weg zum Kapitän. Seite 16, Zeile 2 bis 3. Jetzt sind sie beim Kapitän angelangt. Es wird kurz der Kapitänsraum, die Personen benannt. Schiffsoffizier in blauer Schiffsuniform, Beamte der Hafenbehörde. Und jetzt geht es weiter nach unten. 23, 24. Da gibt es noch eine Person, die jetzt hier benannt wird. Er war in Zivil und hatte ein dünnes Bambusstöckchen. Diese Person fällt auch auf den Karl. Und der Karl tritt nun ganz deutlich auf, dass ich will den Oberkassier sprechen, hier ist Unrecht, er wird nicht angemessen bezahlt und so weiter. Und der Diener sagt, hey Junge, da läuft ja gar nichts. Und der Karl ist sehr vehement, eloquent. Und dann schafft er es wirklich, der Kapitän sagt, okay, lass den mal reden. Und der Heizer druckt so ein bisschen rum. Und jetzt kommt Karl in einer sehr präzisen Sprache. Achte mal auf die Sprache. Herr Schuball ist ungerecht. Herr Schuball bevorzugt die Ausländer. Herr Schuball verwies den Heizer aus dem Maschinenraum und ließ ihn Klosette reinigen, was doch gewiss nicht des Heizers Sache war. Denkt mal nur sprachlich, das ist Juristensprache. Kurz, knapp, präzise. Und ihr wisst ja, dass Kafka Jurist war. Seite 20, die Zeilen 33 bis 35, also ganz unten. Eine Bewegung ohne Ende, eine Unruhe, übertragen von dem unruhigen Element auf die hilflosen Menschen und ihre Werke. Ein bisschen ein allgemeiner Satz. Also das Schiff schaukelt noch, Bewegung ist da, Unruhe ist da. Und sie überträgt sich auf die Menschen und gerade auf die Hilflosen, also ein Heizer und ihr Tun. Das ist ein bisschen ein allgemeiner Satz. Auch wieder ein Hinweis, wie es ausgehen wird vermutlich. Seite 21, die Zeile 28 bis 30. So, also der Heizer stellt sich echt blöd an. Er stottert rum, er redet und schwallt und macht und tut und kommt nicht auf den Punkt. Die Leute hören kurz zu, dann hören sie bald weg. Jetzt sagt Karl zu dem Heizer, Sie müssen das einfacher erzählen, klarer. Der Herr Kapitän kann das nicht würdigen, so wie Sie es ihm erzählen. Ja? 28 bis 30, Seite 21. Ja? Und hier wird aus Karl, übernimmt im Blick auf den Heizer die Vaterrolle, die Verantwortung. Ja? Und diese, bleiben wir dabei, Vaterrolle, gibt Karl eine Würde. Vorher der kleine Junge und jetzt plötzlich dieser riesige Mann und er, der Karl, kämpft für diesen Mann und macht es viel, viel besser als dieser riesige Mann. Seite 23, die Zeilen 18 bis 21. Also es geht so hin und her und her und hin. Da trat der doch so uninteressierte Herr mit dem Bambusstöckchen auf Karl zu und fragte nicht überlaut, aber deutlich über allem Geschrei des Heizers, wie heißen Sie denn eigentlich? Und dieses Sie bezieht sich auf den Karl. Und jetzt hört man schon in der Ferne oder merkt, Schuball kommt mit einem Stoß Zeugen und für den Heizer wird es immer problematischer. Karl antwortet nicht sogleich auf diese Frage. Und jetzt seht ihr mal auf der Seite 25, die Zeile 8 bis 11 und dann geht es weiter bei 14 bis 16. Und überlegt euch mal, warum
tut das Karl? Jetzt gibt es einen Hintergrund, der nicht gleich sichtbar ist, aber den werden Sie sofort verstehen. Karl allerdings fühlte sich so kräftig und bei Verstand, wie er es vielleicht zu Hause niemals war. Wenn ihn doch seine Eltern sehen könnten, wie er im fremden Land vor angesehenen Persönlichkeiten das Gute verfocht, würden sie ihre Meinung über ihn revidieren, ihn zwischen sich niedersetzen und loben, ihm einmal in die ihnen so ergebenen Augen sehen. Das zeigt die Situation, in der er zu Hause war. Unbeachtet, zählte nichts, wurde zur Seite geschoben. Und jetzt kämpft er für das Gute. Und das wäre wunderbar, wenn dies die Eltern sähen. Und das ist eine Motivation für ihn, es zu tun. Und es steckt vielleicht auch ein Aspekt drin und ein Wunsch nach Vergebung und Versöhnung. Seite 26, Zeile 15 bis 16 und dann Zeile 35 ganz unten. 15 bis 16. Also, Karl, rasch, nütze jetzt wenigstens die Zeit aus, ehe die Zeugen auftreten und alles überschwemmen. Also, er macht sich selbst Mut. Hey, komm, kämpf jetzt. Und dann kommt er auf die Frage, wie heißen Sie eigentlich? Von dem Onkel? Also, das weiß er noch nicht, von dem Mann da. Und jetzt sagt er den Namen Karl Rossmann. Das ist der entscheidende Punkt. Seite 27. Da kommen jetzt mehrere Zitate. Ich starte 5 bis 7. 27, 5 bis 7. Aber, wiederholte der Herr Jakob und trat mit etwas steifen Schritten auf Karl zu, dann bin ich ja dein Onkel Jakob und du bist mein lieber Neffe. Und das ist natürlich wie so ein Wendepunkt von dem Ganzen. Klar, es ist ein Wendepunkt. Und ich gehe jetzt rein in die Zeile 16 bis 17. Begreifen Sie doch, junger Mann, Ihr Glück, sagte der Kapitän. Und jetzt geht er 5 nach unten, Zeile 21 bis 24. Es ist der Staatsrat Edward Jakob, der sich Ihnen als Ihr Onkel zu erkennen gegeben hat. Es erwartet Sie nunmehr, doch wohl ganz gegen Ihre bisherigen Erwartungen, eine glänzende Laufbahn. Also das ist die Prognose. Und jetzt beginnt der Onkel zu erzählen, wo er die Informationen hat und so weiter. Und ich bin auf der Seite 28, die Zeilen 30 bis 33. Und jetzt erzählt dieser Senator, dieser Onkel vor allem: Mein lieber Neffe ist nun von seinen Eltern einfach beiseite geschafft worden, wie man eine Katze vor die Tür wirft, wenn sie ärgert. Also hier seht ihr die Beurteilung des Onkels über das Tun der Eltern. Also sehr kritische Beurteilung. Seite 30, ich beginne dann die Zeilen 2 bis 6, da kommen jetzt noch ein paar Zitate. Zeile 2 bis 6, Seite 30. Da also die Eltern zur Vermeidung, und das sagt es so der Onkel, da also die Eltern zur Vermeidung der Alimentenzahlung des Skandales ihren Sohn, meinen lieben Neffen nach Amerika haben transportieren lassen, mit unverantwortlich ungenügender Ausrüstung, wie man sieht. Also das Urteil wird noch verschärft. Und jetzt geht ihr 5 nach unten. Dieser Karl wäre verkommen, wenn nicht jenes Dienstmädchen in einem an mich gerichteten Brief mir die ganze Geschichte samt Personenbeschreibung meines Neffen und vernünftigerweise auch Namensnennung des Schiffes mitgeteilt hätte. Also jetzt hat das Dienstmädchen an den Onkel geschrieben, also da sieht man, sie hat einen inneren Bezug
gehabt zu Karl. Also seine Beurteilung kommt gleich, aber jetzt von ihrer Seite. Und sie fühlt sich noch verantwortlich für ihn. Gut, ist vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Und sie will jetzt, dass ihm geholfen wird. Und deswegen der Brief an den Onkel. Ich bin auf der Seite 31 und jetzt seht ihr mal diese ganze, ich sag's noch fast schon, Vergewaltigung. Also es ist schon mehr als eine Verführung. Vergewaltigung aus der Sicht von Karl auf der Seite 31, die Zeilen 10 bis 15. Jetzt die Schilderung aus seiner Sicht. Einmal aber sagte sie Karl und führte ihn, der noch über die unerwartete Ansprache staunte, unter Grimassen seufzend in ihr Zimmerchen, das sie zusperrte. Würgend umarmte sie seinen Hals und während sie ihn bat, sie zu entkleiden, entkleidete sie in Wirklichkeit ihn und legte ihn in ihr Bett. Also wieder diese Passivität. Drückte, und das ist jetzt die Zeile 26 bis 34, drückte ihren nackten Bauch an seinen Leib, suchte mit der Hand so widerlich, dass Karl Kopf und Hals aus den Kissen herausschüttelte, zwischen seinen Beinen, stieß dann den Bauch einige Mal gegen ihn. Ihm war, als sei sie ein Teil seiner selbst. Und vielleicht aus diesem Grunde hatte ihn eine entsetzliche Hilfsbedürftigkeit ergriffen. Weinend kam er endlich nach vielen Wiedersehenswünschen ihrerseits in sein Bett. Das war alles gewesen und doch verstand es der Onkel, daraus eine große Geschichte zu machen. Also interessant ist auch, wie er, nicht gerade so nebensächlich, das wäre übertrieben, aber doch keine so große Würdigung dessen bringt oder es ins Zentrum rückt, was letztendlich bedeutet, dass er verbannt wird in die neue Welt. Seite 32, die Zeilen 1 bis 4. Und jetzt, rief der Senator, will ich von dir offen hören, ob ich dein Onkel bin oder nicht. Du bist mein Onkel, sagte Karl und küsste ihm die Hand und wurde dafür auf die Stirn geküsst. Das ist so fast schon wie ein Unterwerfungsritus oder als Theologe sage ich es mal, ist so eine Adoptionsformel. Wie jetzt bist du mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das geht aus der Bibel, als Jesus am Jordan getauft wurde und eine Stimme kam, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also das ist so wie hier so ähnlich angelehnt daran, diese Adoption. Ich nehme dich jetzt an. Ich bin dein Onkel. Aber auch ein Unterwerfungsritus. Das war jetzt die Seite 32. Ich mache weiter auf der Seite 34, die Zeile 9 bis 10. Und der Onkel sagt, ich glaube, wir haben von dem Heizer genug. Und jetzt geht er bitte zwei Zeilen nach unten. Darauf kommt es doch nicht an, bei einer Sache der Gerechtigkeit, sagte Karl. Merkt er? Und jetzt treten zwei Welten aufeinander. Für den Onkel war die Sache erledigt, das war nicht sein Thema. Für Karl ging es um Gerechtigkeit, da kann man nicht einfach sagen, erledigt. Nein, es geht um die Gerechtigkeit. Hier habt ihr auch so diese Begrifflichkeit zwischen alter Welt, Werten, traditionellen Werten und hier die neue Welt, die anders tickt. Das werdet ihr gleich hören. Ich bin auf der Seite 35, die Zeile 9 bis 10. Es handelt sich vielleicht um eine Sache der Gerechtigkeit, aber gleichzeitig um eine Sache der Disziplin. Und um die Disziplin ist der Kapitän zuständig. Und das ist nicht mein Problem. Und nicht dein Problem. Und nicht unser Problem. Also Disziplin ist was ganz Pragmatisches. Es ist kein Wert wie Gerechtigkeit, für die man kämpfen muss. Und er macht dann weiter. Zeile 19 bis 21. Höchst unnötige Einmischung, diese geringfügige Zänkerei zweier Maschinisten zu einem Ereignis zu machen. Das ist wieder der Onkel. Sagt, komm, das geht mich doch nichts an. Da streiten die, was soll's? Punkt.
Karl, also hier sieht man den enormen Unterschied zwischen den beiden Menschen. Seite 36, Zeile 19 bis 23. Denn ich selbst, das fürchte ich mit vielem Grund, werde dir gar nicht mehr helfen können. Die sind jetzt, er bewegt sich weg aus der Kajüte, zusammen mit dem Onkel. Die sollen in ein Beiboot gesetzt werden und dann ans Land gebracht werden. Karl überlegt, wen hat jetzt noch der Heizer? Wen hat er noch? Wer kämpft für ihn? Und nun weinte Karl, während er die Hand des Heizers, oh, ich habe die Bild falsch gesagt, also sie sind noch im Raum, aber sie sind am draußen gehen. Und nun weinte Karl, während er die Hand des Heizers küsste und nahm die rissige, fast leblose Hand und drückte sie an seine Wangen wie einen Schatz, auf den man verzichten muss. Und jetzt die Zeile 29 bis 31, der Onkel wieder. Treibe das aber schon mir zuliebe, nicht zu weit, und lerne deine Stellung begreifen. Du bist jetzt der Neffe vom Senator. Da kümmere dich doch nicht um so einen läppischen Maschinisten. Seite 38, Zeile 8 bis 9. Und jetzt gehen sie auf das Beiboot, also kurz bevor sie runterspringen, also höchsten Stufe noch, als Karl noch auf der obersten Stufe in heftiges Weinen ausbrach. Also er ist sich schon bewusst, dass hier in eine neue Welt geht und er ist noch verhaftet dieser Welt der Werte. Weiter unten ist es die Zeile 29. Es war wirklich, als gäbe es keinen Heizer mehr. Und jetzt geht er zwei Zeilen nach unten. Es kamen ihm Zweifel, ob dieser Mann ihm jemals, dieser Mann bezieht auf den Onkel, ob dieser Mann ihm jemals den Heizer werde ersetzen können. Im Sinn von menschlichen Werten. Und es gibt so einen Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Im Kampf für den Heizer gewann Karl Würde. Er kam in eine Vaterrolle, eine dominante Rolle. Er setzte sich über etwas ein. Er war die starke Person, die er normalerweise nie ist. Und jetzt fällt er wieder zurück in diese Kinderrolle, die er von zu Hause kennt und der jetzt wieder entgegengeht beim Onkel. Das erklärt vielleicht die Tränen und auch das Gefühl, einen Rückschritt gemacht zu haben, eine Regression, psychologisch ausgedrückt. Und die sind dann im Beiboot und gehen dann ans Land. Ich bin im zweiten Kapitel, heißt der Onkel, es ist die Seite 39 bis 53. Ich bin auf Seite 39, die Zeile 4 bis 5. Der Onkel kam ihm aber auch in jeder Kleinigkeit freundlich entgegen. Jetzt machen wir mal weiter, Zeile 21 bis 25. Und jetzt habt ihr eine Reflexion, schon ganz, ganz früh von Karl über Amerika, über seine Sicht von Amerika. Die deckt sich vermutlich dann auch mit Kafkas Sicht von Amerika. So eine ganz grundsätzliche Art. Denn auf Mitleid durfte man hier nicht hoffen. Und es war ganz richtig, was Karl in dieser Hinsicht über Amerika gelesen hatte. Nur die Glücklichen schienen hier ihr Glück zwischen den unbekümmerten Gesichtern ihrer Umgebung wahrhaft zu genießen. Also fast wie eine Antizipation von dem, was kommen wird und von dem, was ihm passieren wird. Ja. Und jetzt bin ich ganz unten, 31, 32, und es geht auf der nächsten Seite weiter. Und jetzt muss ich euch erklären, er steht oben, also jetzt beim Onkel, also der ist ein riesen Speditionshaus mitten in New York. Karl steht auf dem Balkon, blickt nach unten. Jetzt lese ich weiter. Wo aus vielem Dunst die Formen einer Kathedrale ungeheuer sich erhoben.
Aber gell, die Kathedrale, das Christliche ist ganz weit weg, so schemenhaft. Und morgen wie Abend und in den Träumen der Nacht vollzog sich auf dieser Straße ein immer drängender Verkehr, der von oben gesehen sich als eine aus immer neuen Anfängen ineinander gestreute Mischung von verzerrten menschlichen Figuren, von der aus sich noch eine neue, vervielfältigte, wildere Mischung von Lärm, Staub und Gerüchen erhob. Jetzt überleg mal, ich finde es fantastisch, diese Beschreibung des ewig fließenden Tag- und Nachtverkehr, kein Ende, und auch die Menschen und die Autos, alles ist schemenhaft. Aber diese Ausdrücke, wilde Mischung von Staub, Lärm und so weiter. Das ist Amerika. Westside Story lässt grüßen. Ja, so sieht er jetzt vom Balkon hinab. Und jetzt ist es die Zeile 18, 19. Das sagt jetzt der Onkel. Die ersten Tage eines Europäers in Amerika seien ja einer Geburt vergleichbar. Also gilt aus diesem, stell dir mal eine Geburt vor, aus diesem geschützten Raum oder Wohlfühlraum hinein in Tageshelle und so weiter, in alle Probleme, die Welt nun mal hat. Ja? Und so auch aus dem geschützten alten Europa, die Provinzielle und so weiter, hinein in die Welt der Aktivität, des Fortschritts und so weiter. Das kommt ja immer wieder. Das Buch ist ja, nur kleine Information, von seinem Freund, von Gaffer Brod, wurde das Buch ja anfänglich Amerika genannt. So, jetzt Seite 40 ganz unten. Und tatsächlich verzog der Onkel immer ärgerlich das Gesicht, wenn er bei einem seiner Besuche, die immer nur einmal täglich und zwar immer zu den verschiedensten Tageszeiten erfolgten, Karl auf dem Balkone antraf. Karl merkte das bald und versagte sich infolgedessen das Vergnügen, auf dem Balkon zu stehen, nach Möglichkeit. So, und jetzt merkt er, die Freiheit und diese Dominanz und diese Würde ist vorbei. Er guckt, dass er richtig handelt. Also dieser Müßiggang auf dem Balkon nach unten zu gucken, das war nicht gerade das Ding vom Onkel. Und Karl spürte sehr klar, dass er das nicht tun sollte. Das könnte Ärger geben. Zwei Zeilen weiter unten. In seinem Zimmer stand ein amerikanischer Schreibtisch bester Sorte. So, und jetzt müsst ihr weiter nach unten gehen. Es ist die Zeile 17 bis 21. Also bei diesem Schreibtisch. Aber außerdem war an der Seite ein Regulator und man konnte durch Drehen an der Kurbel die verschiedensten Umstellungen und Neueinrichtungen der Fächer nach Belieben und Bedarf erreichen. Also super, super, super modern. Ich mache bitte weiter. Die Zeile 26, drei Zeilen. Es war eine neueste Erfindung. Erinnerte aber Karl sehr lebhaft an die Krippenspiele, die zu Hause auf dem Christmarkt den staunenden Kindern gezeigt wurden. Und jetzt, in dieser modernen Welt, geht er zurück in seine Kindheit, ins alte Europa, in das christliche Europa. Er denkt an die Krippenspiele. Und jetzt führt er länger aus und es geht mal ganz nach unten, ist es die Zeile 34, fortfolgend, auf der nächsten Seite geht es weiter, also unten. Und immer war es ihm erschienen, als ob die Mutter, die hinter ihm stand, nicht genau genug alle Ereignisse verfolge. Er hatte sie zu sich hingezogen, bis er sie an seinem Rücken fühlte und hatte ihr so lange mit lauten Ausrufen verborgener Erscheinungen gezeigt. Vielleicht ein Häschen, das vorn im Gras abwechselnd Männchen machte und sich dann wieder zum Lauf bereitete, bis die Mutter ihm den Mund zuhielt. Also jetzt kommt er von dieser modernen Zeit in seine Kindheit. Und auch das Gefühl der Geborgenheit, gell? Eltern, Mutter,
zur Mutter. Dann wurde sie auch vermutlich ein gutes Bezug gehabt. Ich bin auf der Seite 42, die Zeile 1 bis 4 habe ich gelesen. Jetzt die Zeile 15 bis 17. Immerhin unterließ der Onkel nicht, Karl zu raten, den Regulator möglichst gar nicht zu verwenden. Also er hat so seine bestimmten Prinzipien, warum er das nicht machen soll. Es gibt keinen Sinn eigentlich. Aber er hat seine Prinzipien und die müssen halt durchgezogen werden. Also er weiß ja nicht, dass der Regulator die Erinnerung ist an das Krippenspiel. Das ist ja Quatsch. Also man kann eigentlich auch nicht genau sagen, warum. Ich bin auf der Zeile 26, 27. Karl hatte auch erzählt, dass er zu Hause wenig zwar, aber gern Klavier gespielt habe. Jetzt geht er bitte zwei Zeilen nach unten. Karl war sich dessen wohl bewusst, dass eine solche Erzählung gleichzeitig die Bitte um ein Klavier war. Jetzt geht er drei Zeilen nach unten. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist die Zeile 34 bis 36. Aber etwa 8 Tage später sagte der Onkel fast in der Form eines widerwilligen Eingeständnisses, das Klavier sei eben angelangt. Achtet mal bitte drauf. Er erfüllt den Wunsch und gleichzeitig habt ihr den Begriff widerwilliges Eingeständnis. Also ist nicht in seinem Sinne. Das geht widersprüchlich. Achtet mal drauf, ihr braucht später dann zentral diesen Widerspruch, der eigentlich nicht erklärbar ist. Aber gehört zum Onkel. Ich bin auf der Seite 43, die Zeilen 23 bis 27. Karl erhoffte in der ersten Zeit viel von seinem Klavierspiel und schämte sich nicht wenigstens vor dem Einschlafen an die Möglichkeit einer unmittelbaren Beeinflussung der amerikanischen Verhältnisse durch dieses Klavierspiel zu denken. Also totale Anmaßung, Hybris. Also hier sind die Werte, die inneren Werte, Klavierspiel und so weiter, damit werde ich sagen wir mal vielleicht in den Augen Karl, dieses kalte Amerika erwärmen, verändern. Und jetzt, wie gesagt, das Klavierspiel passt ja dem Onkel null. Er steht ja für die andere Welt. Und jetzt, Seite 43, letzten zwei Zeilen, kommt der Onkel, wie er mit dem Klavierspiel, was er macht, liest schnell vor. Der Onkel duldete das Klavierspiel. Okay. Sagt er auch nichts dagegen, zumal Karl sich auch ohne Mahnung nur selten das Vergnügen des Spieles gönnte. Also letztendlich freute sich der Onkel, wenn er nicht spielte. Und jetzt das Einzige, was er zum Klavierspiel beitrug, war, ja, er brachte Karl sogar Noten amerikanischer Märsche und natürlich auch die Nationalhymne. Also Karl soll Amerikaner werden, das Klavierspiel ist eine Nebensache, aber wenn er Märsche spielt, okay, kann man durchgehen lassen. Ich weiß, es war auf der Seite 44, oben die ersten drei Zeilen. Es geht weiter, Zeile 8 bis 9. Natürlich war das Lernen des Englischen Karls erste und wichtigste Aufgabe. Ich meine, das ist ja wohl klar. Und in Zeile 14, 15, 16. Und dass hier außerdem die beste Gelegenheit habe, seinem Onkel eine außerordentliche Freude durch rasche Fortschritte zu machen. Ich denke, das ist auch klar. Ich bin jetzt auf der Seite 44 ganz unten, zwei Worte, und dann geht ihr rüber auf die Seite 45. Es war offenbar einer jener vielen vom Standpunkt der Eltern ausgesehen missratenen Millionärssöhne. So, da muss ich jetzt was erklären. Wer ist dieser Typ? Zu einem Amerikaner gehört, dass er Englisch kann und dass er natürlich reiten kann. Also, Karl bekommt Reitunterricht und jetzt guckt der Onkel in seinem Umfeld, wen kennt er da? Ja klar, der Mac, so heißt er dann, oder, also Mac geschrieben, Mac ausgesprochen, Millionärssohn, der kann sehr, sehr gut reiten, der wird der Reitlehrer für Karl werden. Ein Millionärssohn, aber wie würden ihr ihn beschreiben? Überheblich, arrogant, selbstsicher im Auftreten,
verwöhnt, also eher unangenehmer Typ, der eigentlich alles geschenkt bekommt. Deswegen vom Standpunkt der Eltern aus gesehen ein missratenes Millionärssöhnchen. So kann man es vielleicht ausdrücken. Zeile 10 bis 14. 13, 14. Mit diesem jungen Mann, einem Herrn Mac, wurde unter unbedingter Zustimmung des Onkels besprochen, gemeinsam um 5:30 Uhr früh, gell, habt ihr das gehört? Um 5:30 Uhr früh, sei es in der Reitschule, sei es ins Freie zu reiten. Das war Seite 45. Und hier wird der Millionärssohn Mac, den braucht er später nochmal. Jetzt bin ich auf der Seite 47. Also der Onkel zeigt nun diese Spedition, dieses Imperium, kann man eigentlich fast sagen, dieses riesige, palastartige, Industriepalastartige, zeigt ihm alles und erklärt auch, was er macht. Und das habt ihr auf der Seite 47, Zeile 7 bis 9. Es war eine Art Kommissions- und Speditionsgeschäftes, wie sie, soweit sich Karl erinnern konnte, in Europa vielleicht gar nicht zu finden war. Und jetzt geht ein bisschen weiter nach unten. Ihr startet auf der Zeile 14 und macht weiter bis Zeile 16. Es war daher ein Geschäft, welches in einem Käufe, Lagerungen, Transporte und Verkäufe riesenhaften Umfangs umfasste. Das war also das Geschäftsmodell, alles in einer Hand, also das kennen wir von heutzutage ja auch. Und jetzt wird es noch genauer beschrieben, Zeile 19 bis 20. Der Saal der Telegrafen war nicht kleiner, sondern größer als das Telegrafenamt der Vaterstadt. Alles riesig, das ist Amerika. Und die Telefonisten, das wird beschrieben, das ist die Zeile 27 bis 31, wie die Situation, massenweise sitzen da Menschen. Den Kopf eingespannt in ein Stahlband, das ihm die Hörmuscheln an die Ohren drückte. Der rechte Arm lag auf einem Tischchen, als wäre er besonders schwer. Und nur die Finger, welche den Bleistift hielten, zuckten unmenschlich gleichmäßig und rasch. Also unmenschlich, also wie Roboter. Hunderte von Menschen funktionierten so. Das ist das Romanbild von Amerika. Riesenhaft und letztendlich auch undurchschaubar. Das wird er gleich merken. Auf der Seite 48, die Zeilen 7 bis 10. Mitten durch den Saal war ein beständiger Verkehr von hin und her gejagten Leuten. Keiner grüßte, das Grüßen war abgeschafft. Jeder schloss sich den Schritten des ihm Vorhergehenden an. Also wie Roboter, alles Menschliche weg, alles muss effizient, alles muss schnell gehen, alles dient einem Ziel des Profits natürlich. Und also das Bild, stell dich mal vor, wie es funktioniert. Entmenschlicht. Zeile 15. Du hast es wirklich weit gebracht, sagte Karl. Und jetzt habt ihr die Antwort in der Zeile 19, die geht aber relativ weit bis so 27. Der Onkel sagt jetzt, und alles habe ich vor 30 Jahren selbst eingerichtet, musst du wissen. Ich hatte damals im Hafenviertel ein kleines Geschäft und wenn dort im Tag 5 Kisten abgeladen waren, so war es viel und ich ging aufgeblasen nach Hause. Heute habe ich die drittgrößten Lagerhäuser im Hafen und jener Laden ist das Esszimmer und die Gerätkammer der 65. Gruppe meiner Packträger. Das grenzt ja ans Wunderbare, sagte Karl. Alle Entwicklungen gehen hier so schnell vor sich. Und das Gespräch war damit beendet. Das ist Amerika. Seite 49, Zeile 13 bis 14. Vielleicht muss ich vorher noch kurz erzählen, Karl wird jetzt immer stärker mit zur Einladung dazugenommen. Und hier ist eine Einladung von einem Herrn Green und einem Herrn
Blunder. Und der Blunder ist Bankier und beide ja, sind riesen, also dick, na, fett vielleicht nicht, aber dick und riesenhafte Gestalten. Und jetzt ist er, diese gehört zum Freundeskreis vom Onkel, die sitzen nun zusammen und hier sagt, wird kurz ausgedrückt, was die Zielsetzung ist. Was für Karl eine gute Lektion hinsichtlich kaufmännischer Ausdrücke bedeutete. Also hier werden Fachgespräche geführt und der Karl ist dabei und soll eingeführt werden, soll vorankommen. Naja, man kann sagen, der Onkel denkt schon, dass Karl erben wird. Also, den hat er schon im Hinterkopf, denke ich. Denn vergessen, der Onkel hat keine Familie und hat keine Kinder. Ja, das ist wichtig. Und nochmal eine Information. Der Onkel steht für den American Dream, auf the Self-Made Man. Und da, in dieser Richtung versucht auch der Onkel Karl zu steuern. Also wichtig ist, dass ihr dieses American Dream immer im Kopf behaltet, im Blick auf den Onkel. Seite 50, die Zeilen 2 bis 3. Es kommt diese Einladung von Polunder, einem von diesen kräftigen Typen da, Freunden, Männern. Karl wurde auch gleich herzlich eingeladen, auf dieses Landgut herauszukommen. Also dieser Polunder sagt, hey komm, den nehmen wir mal mit und so weiter. Und jetzt kommt die Reaktion des Onkels, das ist die Zeile 7 und 8. Der Onkel gab auch scheinbar freudig diese Erlaubnis, ohne aber ein bestimmtes Datum zu nennen. Ihr achtet mal bitte auf das Wort scheinbar. Und jetzt denkt nochmal bitte zurück an das Klavier. Er war letztendlich nicht einverstanden mit dem Klavier und hat es trotzdem gekauft für Karl. Und Klavier ist ja nicht eine Currywurst, die man vom Drive-In sich kommen lässt von irgendjemandem. Ne? Also, gell, dieses Undurchschaubare und dieses Widersprüchliche. Ich bin auf der Seite 51, die Zeile 10 bis 15. Also jetzt wird diskutiert und der Polunder erklärt auch, warum diese Einladung gut ist und Argumente hat und so weiter. Ich lese vor. Aber Clara, sie war Herrn Polunders Tochter, erwartet ihn auch und schon heute Abend und sie hat wohl den Vorzug vor Mac. Jetzt vorher hat der Onkel gesagt, ja, dann fällt ja die Reitstunde aus und mit dem Mac, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es wird die Tochter da ins Spiel gebracht. Allerdings, sagte der Onkel, also lauf schon in dein Zimmer, das sagt er jetzt zum Karl, und er schlug mehrmals wie ohne Willen gegen die Armlehne des Fauteuils, also des Sessels. Ne? Achtet mal drauf, wie ohne Willen. Also an der Gestik erkennt man, was in ihm vorgeht. Also das Unterbewusstsein. Also er lehnt es eigentlich ab. Und jetzt Zeile 21. Ich brächte ihn dann übermorgen früh wieder zurück, argumentiert der Polunder. Also, hallo? Das geht auf keinen Fall, erwiderte der Onkel. Ich kann sein Studium nicht so in Unordnung kommen lassen. Also jetzt kommt diese Gegenposition. Prinzipien. Strikt der Unterrichtsplan muss eingehalten werden. Jetzt diskutieren sie hin und her und her und hin. Die Zeile 28 bis 30. Der Onkel sagt ja, machen wir nur ganz kurz und dass ja nicht der Unterricht gestört wird. Für einen Abend und eine Nacht steht es aber wirklich fast nicht dafür, sagt Polunder. Das war auch meine Meinung, sagte der Onkel. Deswegen blasen wir die ganze Sache ab. Das ist nur die Logik. Also ihr habt die versteckte Ablehnung des Onkels mitgekriegt. Ich bin jetzt auf der Seite 52 und beginne die Zeilen 9 bis 11. Jetzt sind die im Auto, fahren Richtung Landgut. Ich sage nur als Information, beim Abschied war der Onkel nicht dabei. Es ist merkwürdig, sagt nun Karl, wie ungern er mir die Erlaubnis gegeben hat, sie zu besuchen, trotzdem sie doch sein Freund sind. Das ist doch irritierend. Ich mache weiter. Es ist Zeile 16 und 17. Sie saßen eng beieinander und Herr Polunder hielt Karls Hand in der seinen, während er erzählte.
Also im Auto, im Wagen, hinten drin. Also es ist schon befremdlich. Ich will sie jetzt nicht irgendwie ausdappen, aber ganz koscher ist es nicht. Also ist schon eine sehr starke Annäherung. Und jetzt habt ihr eine sehr schöne Darstellung wieder von Amerika. Und das ist die Zeile 23 bis 25. Der Lärm jagte nicht wie von Menschen verursacht, sondern wie ein fremdes Element. Also das ist Amerika. Leben, 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 Lärm. Und der Lärm hat ein eigenes Element. Also wie Luft und sagen wir Sauerstoff oder Wasser. Ein eigenes Element, das darum jagt. Und dann geht es wieder weiter in die Zeile 28 bis 31. Also die fahren jetzt hier entlang. Und Karl, der ist zum ersten Mal ja draußen, gell? Zum ersten Mal. Beobachtet alles. Aus den Straßen, wo das Publikum in großer und unverhüllter Furcht vor Verspätung im fliegenden Schritt und in Fahrzeugen, die zu möglichster Eile gebracht waren, zu den Theatern drängte. Also die Bevölkerung drängte, es geht ja ums Vergnügen, aber alles Stress, Eile, Hetze, schnell, 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 auch zum Vergnügen. Wieder die Sicht der Europäer auf Amerika. Und hier geht es zwei Zeilen nach unten. Jetzt werden die auf Seitenstraßen verwiesen. Also ich lese es einfach vor. In Seitenstraßen gewiesen wurde, da die großen Straßen von den demonstrierenden Metallarbeitern, die im Streik standen, besetzt waren. Also jetzt müssen sie ausweichen, da ist ein Streik. Denk mal bitte dran, Kafka ist der erste Dichter, der einen Streik literarisch verarbeitet. Und das ist natürlich auch eine Antizipation, dass möglicherweise der Karl beobachtet ja diesen Streik oder sieht oder hört es wenigstens oder erfährt davon, aber es ist noch nicht seine Welt. Es wird möglicherweise, ja, ich sag's mal, es wird auch seine Welt werden, sein Abstieg. Ich bin auf der Seite 53 und der Karl, der freut sich so, Seite 53, Zeile 18 bis 23. Karl aber lehnte froh in dem Arm, den Herrn Polunder um ihn gelegt hatte, die Überzeugung, dass er bald in einem beleuchteten, von Mauern umgebenen, von Hunden bewachten Landhaus ein willkommener Gast sein werde, das tat ihm über alle Maßen wohl. So, und das war jetzt das zweite Kapitel. Wir gehen jetzt in das dritte. Das dritte Kapitel heißt »Ein Landhaus bei New York«. Es ist Seite 54 bis 89. Ich starte Seite 54, die Zeile 5 bis 7. Jetzt wird das Landhaus beschrieben, das nach der Art von Landhäusern reicher Leute in der Umgebung New Yorks umfangreicher und höher war, als es sonst für ein Landhaus nötig ist. Also wieder gegangen. Ich bin jetzt ganz unten, die Zeile 30 bis 32. Jetzt kommen die da an und erfahren sie von Clara. Herrn Green, sagte Clara, wer ist da? Herr Green, wann ist er gekommen? Fragte Karl, wie in einer Ahnung befangen. Also jetzt dieser Herr Green, den habt ihr vorhin schon mal kennengelernt, beim Onkel, wo der mit dem Polunder da saß. Jetzt ist plötzlich dieser Green aufgetaucht. Und die Zeichen stehen auf, ja, sag's mal, Gefahr. Es ist wie so eine Warnung. Seite 55, die Zeile 12 bis 13. Warum kommt er denn gerade heute Abend, sagte Polunder. Also der ist auch nicht begeistert. Also Polunder ist nicht gerade, der Green ist nicht gerade, ja, sehr, sehr beliebt. Oder er wird akzeptiert, respektiert, aber nicht geschätzt. Es geht weiter, Zeile 26 bis 28. Polunder sagt weiter, ich hätte wahrhaft Lust, Sie, Herr Rossmann, wieder ins Automobil zu nehmen und zu Ihrem Onkel zurückzubringen. Also in Türdeutsch würde man sagen, das kotzt dir volle Kanne an. Ich bin auf der Seite 57 und jetzt sind die im Haus drin und ist mit
Pilgrim ein bisschen geschildert. Seite 57, die Zeilen 1 bis 4. Die ersten Worte des Herrn Green bei Tische waren Ausdrücke des Erstaunens darüber, dass Karl die Erlaubnis des Onkels zu diesem Besuche bekommen hatte. Wenn man weiß, wie es weitergeht, ist es eigentlich schon fies. Aber es ist irritierend. Und es wird noch irritierender, wenn ich jetzt weiterlese. Geht er bitte mal 4 Zeilen nach unten. Das ist dann 7. Dieser Green macht dann weiter. Wie die Liebe des Onkels zu Karl zu groß sei, als dass man sie noch die Liebe eines Onkels nennen könne. Also der macht eine Ausführung, die sind irritierend. Also was er sagt, letztendlich durch die Blume, das ist eine Affenliebe vom Onkel. Und das Schlimme ist, dieser Green weiß genau, was später gespielt werden wird. Er ist ja Teil vom Spiel. Und da ist es ja noch gemeiner. Und er lässt letztendlich über diese Liebe ab. Also Green wird sehr negativ beschrieben. Ich meine, das habt ihr kapiert. Es geht weiter, Zeile 26, 3 Zeilen. Dass er von vornherein nicht die Absicht gehabt habe, also Green, diesen unerwarteten Besuch zu machen. Das ist irritierend. Ja, dann fragt man sich auch, warum ist er jetzt da? Er hat es eigentlich nicht gewollt, aber es gibt irgendeinen Grund. Zeile 58, Zeile 22. Also Karl kann kaum gescheit essen in der Anwesenheit von diesem Green. Ihm wurde fast übel. Er stand auf. Jetzt muss ich vielleicht doch mal ganz kurz Erläuterung abgeben. Der Kafka war Vegetarier. Und jetzt ihr wisst ja, dass es ein traumatischer Konflikt gab zwischen Vater und Sohn. Also der Sohn, also Kafka, wurde total unterdrückt, also mehr als unterdrückt. Und der Vater vom Vater, also der Großvater Kafkas, der war Metzger. Und immer, wenn der Kafka da in seinem, nicht sein Gemüse rührte, aber der Gemüse schnippelte und so weiter, dann machte der Vater, dann nahm die Zeitung hoch, damit er das nicht ansehen muss. Also es ist sehr demütigend. Also Essen ist für Kafka eine ganz heikle Geschichte, also sehr, sehr negativ konnotiert besetzt, gell? Sehr negativ. Und ständig wurde über Essen diskutiert und hey Kafka, also Franz, jetzt isst doch mal, jetzt mach doch nicht so lange rum und ach und so weiter. Also Geld des Essen und das spiegelt sich jetzt wieder im Karl. Und jetzt wäre wohl aufgestanden und jetzt flüstert die Clara zu ihm, wir werden, und das ist die Zeile 25, 26, wir werden bald zusammen verschwinden, haben Sie Geduld. Jetzt kommt die Carla ins Spiel mit ihrem Plan. Ich bin jetzt auf der Seite 59, die Zeile 3 bis 4. Also der Green macht das nun ständig an dem Essen rum. Also das ist genau das, was Kafka so hasste. Er bedauerte öfters, ohne vom Teller aufzusehen, die auffallende Appetitlosigkeit Karls. Also Green gibt immer, ich sag's mal so, hacke blöde Kommentare, dass der Karl nicht gescheit isst. Und das ist genau die Familiensituation von Kafka. Und damit ist Green die richtende Gestalt, wie es der Vater für Kafka war. Vater Kafka für ihn. Kafka, Franz Kafka. Zeile 21 und 22. Und jetzt wird es noch schlimmer. Also, der Green baggert die Carla an, anders kann man es nicht ausdrücken, griff Clara unters Kinn, sie ließ es geschehen und schloss die Augen. Also Green hat aus welchen Gründen auch immer die Macht, auch als Gast. Die Zeile 29, das sind dann 5 Zeilen, dagegen duldete er, Plunder, also der Hausherr, dass Green, dieser alte, ausgepackte, Pichte New Yorker Junggeselle mit deutlicher Absicht Clara berührte, dass er Karl
Polunders Gast beleidigte oder wenigstens als Kind behandelte. Also Kind behandelte und gar nicht mehr, iss doch mal und so weiter. Seite 60, die Zeile 8 und dann geht der 4 nach unten. Zeile 8, der Rauch aus Herrn Greens Zigarre, 4 nach unten, verbreitete sich in dem Saal und trug Greens Einfluss auch in Winkel und Nischen, die er persönlich niemals betreten würde. Also das Negative. Wie so Pest oder Gestank verbreitet sich überall. Und jetzt macht ihr wieder weiter in der Zeile 18 bis 21. Jetzt hielt er es gar nicht mehr für ausgeschlossen, sagt Karl, dass ihm der Onkel die Erlaubnis zu diesem Besuch nur deshalb so lange verweigert hatte, weil er den schwachen Charakter Herrn Polunders kannte. Also das ist diese freundschaftliche Beziehung. Und wenn es gilt, ist er ein Feigling, dieser Polunder. Nicht in meinem eigenen Haus ist der Herr und lässt seine Tochter da anbackern von diesem dicken, großen Green. Er geht jetzt 5 Zeilen nach unten, das ist die Zeile 26, 4 Zeilen. Seitdem sich Herr Green mit ihr abgegeben hatte, also ihr ist die Clara, war er, Karl, sogar überrascht von der Schönheit, deren ihr Gesicht fähig war. Und besonders von dem Glanz ihrer unbändig bewegten Augen. Also das ist eine positive Schilderung. Er geht jetzt 4 Zeilen nach unten, das ist die Zeile 32. Und doch lag Karl gar nichts an ihr. Und er hätte gern darauf verzichtet, auf ihre Zimmer geführt zu werden. Ich bin jetzt auf der Seite 61, die Zeile 3 bis 6. Und jetzt achtet mal, was ihm Karl vorgeht. Er stellte sich vor, und zum ersten Mal wurde ihm in diesem Saale wohl, wie er am Morgen. Früher dürfte er kaum zu Fuß nach Hause kommen, den Onkel überraschen wollte. Geht jetzt 4 Zeilen nach unten, also die Zeile 10. Den lieben Onkel, den er bisher immer nur bis hoch hinauf angezogen und zugeknöpft kannte, aufrecht im Bette sitzend, die Augen erstaunt zur Tür gerichtet im Nachten überraschen. Diese Liebe von Karl zum Onkel, das erinnert ein bisschen an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wisst ihr vielleicht. Gell? Also ein Vater hat 2 Söhne, der Jüngere sagt, hey, Vater, gib mal das Geld, zahl das Erbe aus, mich mit Langweil da bei euch zu sein. Er versauft es, verprasst es und so weiter, alles Geld ist weg. Er ist ganz, ganz, ganz unten gelandet, hat fast nichts mehr zum Essen, kehrt zurück als total gescheiterte und sagt zum Vater, komm, Vater, lass mich der letzte Knecht sein. Ich bin ja nicht wert, dein Sohn zu sein. Und der Vater nimmt ihn auf, sagt, hey, komm, und macht ein Fest und so weiter. Das ist diese Anspielung und verlorenen Sohn. Das ist nur so nebenbei bei Lukas 15. Und das ist so ähnlich stellt sich jetzt nun Karl ist vor, er erkennt, er hat gesündigt, dass er da gegen den Willen des Onkels verstoßen hat. Und er liebt seinen Onkel doch so und er will ihn überraschen und ihm eine Freude machen. Das macht er jetzt weiter in diesem Gedanken, Zeile 30 bis 31. Vielleicht wurde dieser unglückliche Besuch der Wendepunkt zum Besseren in dem Verhältnis zum Onkel. Also beim Gedanken an den Onkel wird Karl wohl. Und jetzt Seite 62, Zeile 16 bis 19. Und das ist eine Aussage von Green über das Verhältnis von Green zu Karl. Die notwendige gesellschaftliche Verbindung zwischen ihnen werde sich schon mit der Zeit durch den Sieg oder die Vernichtung eines von beiden herstellen. Und das ist natürlich eine brutale Warnung. Da wird was passieren. Eine wirklich brutale Warnung. Sieg oder Niederlage. Seite 63, die Zeile 25 bis 27. Also,
Jetzt schnappt sich diese Clara ihn und sie gehen auf die Zimmer, also sie, Carla und Karl, einmal, wo das Zimmer, das Gastzimmer von Karl ist und dann natürlich auch das Zimmer von der Clara. Jetzt ist folgende Situation. Also die Clara, mehr Ausdrücke, also sie hat schon klare Absichten und sie will schnellstmöglich mit diesem Karl in ihr Zimmer kommen. Mit klaren Absichten, sag ich mal so. Und dass sie es ausdabbeln möchte. Und jetzt zeigt sie beim Entlanggehen da, in diesem riesen, riesen Haus, hier ist dein Zimmer und jetzt geht Karl rein, was natürlich dem Plan von Clara null entspricht. Karl geht rein, guckt sich das Zimmer an und so weiter. Und Clara ist stinksauer, weil sie wollte was ganz anderes. Ich bin auf der Seite 63, die Zeile 25. Aber nicht lange, denn Clara kam eilend herein. Sichtlich bös, rief sie, was soll denn das? Und klatschte auf ihren Rock. Jetzt die letzten zwei Zeilen, die 36, 37. Und wirklich umfasste sie ihn, also Karl, und trug ihn, der verblüfft sich zuerst schwer zu machen vergaß, mit ihrem vom Sport gestählten Körper fast bis zum Fenster. Also die geht schon ran. Jetzt geht's weiter. Auf der Seite 64, die Zeile 8 bis 11. Lassen Sie mich, flüsterte sie, das erhitzte Gesicht eng an seinem, er musste sich anstrengen, sie zu sehen, so nahe war sie ihm. Lassen Sie mich, ich werde Ihnen etwas Schönes geben. Warum seufzt sie so, dachte Karl. Also, was ist das Schöne? Sie natürlich. Und er stellt sich ein bisschen blöd an. Zeile 16 geht's weiter. Also sie fasste ihn mit gut ausgenütztem Obergriff, wehrte seine Beine mit Fußstellungen einer fremdartigen Kampftechnik ab. Tschu-tschu-tschu ist das. Zwei Zeilen drunter. Dort war aber ein Kanapee, ein Sofa. Auf das legte sie Karl hin und sagte, ohne sich allzu sehr zu ihm hinabzubeugen, jetzt rühr dich, wenn du kannst. Also, die geht wirklich, packt ihn vor der Kanne. Jetzt die Frage, warum ist sie so aggressiv? Eine Antwort habt ihr vielleicht in der Zeile 33. Dein Benehmen einer Dame gegenüber. Ich bringe dir schon noch bei, wie man sich einer Dame gegenüber benimmt. Also, sie ist gekränkt. Das ist ein bisschen narzisstisch, gell? Warum ist dieser Kerl nicht total begeistert von mir und so weiter? Und dann sagt, ich bin jetzt auf der Seite 65, Zeile 2 und 3. Ich sag sie weiter. Es verlockt mich geradezu riesig, dich zu ohrfeigen, so wie du jetzt da liegst. Also das ist schon Sadismus, also Verbindung, Sexualität, Sadismus und so weiter. Ich mache Zeile 11. Aber warum bist du auch so gegen mich gewesen? Gefalle ich dir vielleicht nicht? Lohnt es sich nicht, auf mein Zimmer zu kommen? Also damit habt ihr klar die Antwort, warum sie so sauer ist und böse und aggressiv. Und hat sie dann ihm im Griff und der kann sie gar nicht mehr rühren. Ich mache weiter auf der Zeile 22, 23, 24. Was wohl Mac sagen wird, wenn ich ihm das alles erzähle? Bei der Erinnerung an Mac ließ sie Karl los. Also ihre Absichten waren klar und jetzt erinnert sich an ihre Beziehung zu Mac und dann daraufhin lässt sie ihn los. Also auch schlechte Gewissen. Seite 66, die Zeilen 3 bis 4. Und jetzt kommt, was in Karl vorgeht. Rasch schlafen, also in seinem Zimmer, rasch schlafen und von hier fortgehen war sein einziger Wunsch. Ich bin auf der Seite 67. Sein Entschluss war, nicht länger in diesem Haus zu bleiben, sondern hinunter zu Herrn Polunder zu gehen. Also Green und Polunder sind unten. Ihm offen zu sagen, wie ihn Clara behandelt hatte und mit dieser wohl genügenden Begründung um die Erlaubnis zu bitten, nach Hause fahren oder gehen zu dürfen. Er will nur noch weg, weg, weg zum Onkel. Seite 68, 15, 16.
Seine Taschenuhr, das ist ein Geschenk vom Onkel, seine Taschenuhr zeigte 11 Uhr. Nur als Information. Seite 69, die Zeilen 4 bis 7. Es reflektiert Karl. Herr Blunder schien Karl irregeführt zu sein von falschen Freunden, also wieder Green, und vernarrt in seine Tochter und dadurch verdorben. Der Onkel hatte ihn sicher richtig beurteilt. Eine erneute Bestätigung. Und ich bin jetzt ganz unten in der Zeile 33, das geht dann runter bis 37. Da der Gang kein Ende nehmen wollte, nirgends ein Fenster einen Ausblick gab, weder in der Höhe noch in der Tiefe sich etwas rührte, dachte Karl schon daran, er gehe immerfort im gleichen Kreisgang in der Runde. Also jetzt habt ihr wieder diese Orientierungslosigkeit, typisch für Kafka, dieser Kafkaesk, gell? Man weiß nicht, es ist dunkel, orientierungslos, man sucht, man findet nicht und so weiter. Parallel dazu, erinnert euch doch bitte an das Schiff, da war er genauso orientierungslos. Das war jetzt die Seite 69. Interessant ist natürlich auch, dass das Landhaus riesig ist und toll und alles mögliche, aber kein elektrisches Licht hat. Seite 70, die Zeilen 11 bis 12. Und jetzt sieht er in der Ferne einen Diener mit einer Lampe. Karls Freude über dieses rettende Licht war so groß, dass er alle Vorsicht vergaß und darauf zulief. Schon bei den ersten Sprüngen löschte seine Kerze aus. Also er ist mit seiner Kerze rumgegangen, da, um sich zu orientieren, was er nicht viel geholfen hat. Und jetzt vertraute er auch sich diesem Diener an. Und die Begründung, die habt ihr in der Zeile 21. Es muss ein treuer Diener sein, dem man das Tragen eines solchen Bartes erlaubt, dachte Karl. Und sah diesen Bart unverwandt der Länge und Breite nach an. Also, Riesending. Also, jetzt braucht er wieder Hilfe oder eine, ja, sag's mal so, Vaterfigur, die ihn führt und leitet, weil er die Orientierung verloren hat. Ich bin auf der Seite 71, Zeile 30 bis 31. Jetzt kriegt er eine Information, der Karl. Er, also dieser Mac, er ist der Bräutigam des Fräuleins, sagte der Diener. Ah, jetzt dämmert natürlich dem Karl was. Und jetzt geht er bitte drei Zeilen nach unten, die Zeile 34. Wenn man, und Karl sagt, wenn man solche Beziehungen nicht kennt, kann man ja die größten Fehler machen, antwortete Karl. In der Tat. Und dieser Mac ist Claras Bräutigam. Seite 73, die Zeile 11 bis 12, beim Schiff, ging Karl und suchte seinen Regenschirm. Jetzt, in dem Landhaus, sucht Karl seinen Hut. Das ist nur zur Information. Also auch wieder diese Parallele. Ja. Seite 73, die Zeile 11 und 12. Gleichzeitig aber überflog er, also Karl, der kommt jetzt in den Raum, mit einem Blick den Saal, ob er nicht irgendwo schnell seinen Hut finden könne. Also der Saal ist dort, wo Green und Blunder sitzen. Und ich mache weiter. Zeile 19 bis 22. Also der Green zog eine Brieftasche heraus, die an Größe und Dicke ein Ungeheuer ihrer Art war, schien in vielen Taschen ein bestimmtes Stück zu suchen. Das ist auch eine Antizipation des Negativen. Und ihr habt dann in der Zeile 29 bis 33, wie sich Blunder gegenüber Karl gibt oder aufführt. Und er legte den Arm um Karl und zog ihn zu sich zwischen seine Beine. Karl duldete das gerne, trotzdem er sich im Allgemeinen doch für eine solche Behandlung allzu erwachsen fühlte. Also, da sieht man gewisse Absichten und aber auch Karl, dass er das als, ja, sagen wir, übergriffig ansah. Also ihm nicht gemäß. Oder er wird wieder in eine Kinderrolle nochmal gedrängt. Also nicht nur beim Onkel, sondern auch hier wieder. Seite 74, 11 bis 12. Ich
bitte, sagt der Karl, ich bitte, lassen Sie mich noch jetzt in der Nacht nach Hause. Und dann geht es ein bisschen weiter, Zeile 19 bis 20. Der Onkel hat mir die Erlaubnis zu diesem Besuch nicht gerne gegeben. Geht 4 Zeilen weiter unten. Es ist die Zeile 23, 24. Ich habe seine Liebe zu mir einfach missbraucht. Also merkt das schlechte Gewissen, er will zurück zum Onkel. Aber das ist nicht nur das schlechte Gewissen, sondern da fühlt er sich sicher. Jetzt ganz unten die Zeile 36, 37. Ich bin gänzlich auf die Güte meines Onkels angewiesen. Mensch, Leute, tut es für mich. Ich bin auf Seite 75, die Zeilen 30, 35. Sie werden sicher zugeben, dass ich es mir bei solchen Verhältnissen nicht erlauben darf, auch nur das geringste gegen seinen, auch nur geahnten Willen zu tun. Und darum muss ich, um den Fehler, den ich ihm gegenüber begangen habe, nur halbwegs wieder gut zu machen, sofort nach Hause gehen. Also ich denke, das ist alles klar. Macht aber die Sache schlimmer, die dann kommen wird. Seite 76, die Zeilen 13 bis 14. Herrn Plunders Güte und Herrn Greens Abscheulichkeit verschwammen. Karl sieht nur noch den Onkel, nur noch das Ziel, weg, weg, weg aus diesem Landhaus. Und jetzt kommt in der Zeile 22 bis 26, ja, ich lese es mal vor, dann erkläre ich es am besten. Wollten Sie ihm nicht etwas sagen, fragte Herr Blunder Herrn Green und fasste wie bittend Herrn Greens Hand. Ich wüsste nichts, was ich ihm sagen sollte, sagte Herr Green, der endlich einen Brief aus seiner Tasche gezogen und vor sich auf den Tisch gelegt hatte. Also hier hat der Blunder, also es kommt gleich die Auflösung, der noch was verhindern wollte, fast bitte, nimm die Hand, Sie wollten ihm etwas sagen, dann sagen Sie ihm doch jetzt bitte. Und Green macht ein übles Spiel, sagt, er weiß von nichts. Das ist natürlich total übel, weil er es genau weiß. Das ist ein Spiel mit Karl. Ich mache weiter, auf der Seite 78, die Zeile 9 bis 10. Karl sagt, jetzt muss ich nur noch meinen Hut suchen. 3 Zeilen drunter, sagt Herr Green. Könnte ich Ihnen nicht mit einer Mütze aushelfen, sagte Herr Green und zog eine Mütze aus der Tasche. Vielleicht passt sie Ihnen zufällig. Das ist ganz übel. Auflösung kommt später. Zeile 24. Sie passt so gut, sagte er. Jetzt hat er die Mütze gekriegt, die ideal passt. Zeile 29, und jetzt merkt ihr vielleicht, wie hier Green versucht, Karl zurückzuhalten, zu verlassen, ihn rauszögert, ihn hinhält. Ehe Sie weggehen müssen Sie von Fräulein Clara Abschied nehmen. Das müssen Sie, sagte auch Herr Plunder, der ebenfalls aufgestanden war. Jetzt achtet drauf. Ihm hörte man es an, dass die Worte nicht aus seinem Herzen kamen. Und es spricht dafür, dass er alles wusste. Das macht die Sache natürlich im Blick auf den Plunder auch nicht gerade sehr positiv. Seite 79, die Zeile 12 bis 17. Gehen Sie also vorerst, fuhr Herr Green fort, zu Fräulein Clara. Das dürfte Ihnen sicher Vergnügen machen und passt auch sehr gut in meine Zeiteinteilung. Ich habe Ihnen nämlich tatsächlich, ehe Sie von hier fortgehen, etwas Interessantes zu sagen, was wahrscheinlich auch für Ihre Rückkehr entscheidend sein kann. Also Herr Green tut nun alles, damit Karl nicht weggeht, damit es herausgezögert wird, damit er wieder hingehalten wird. Übel, einfach nur übel. Und Green, sage ich jetzt schon mal, ist der Repräsentant des Onkels. Seite 81, die Zeile 17 bis 18. Also jetzt, das ist jetzt so kurz vor Mitternacht. Karl geht hoch ins Zimmer von Clara und die liegt da schon im Bett.
Sie ordnete zerstreut die Falten ihres losen Nachtkleides, ihr Gesicht glühte und immerfort lächelte sie. So, jetzt muss ich kurz was erzählen. Clara war es ganz wichtig, dass Karl ihr etwas am Klavier vorspielt. Also das war ihr großer Wunsch. Und das war so die gemeinsame Ebene. Also du spielst mir was vor, das bedeutet mir was und so weiter. Und jetzt hat er was vorgespielt und es war einfach eine peinliche Nummer, sag's mal so. Einfach nur noch peinlich. Seite 83, 14, 15, man saß wie benommen da und rührte sich nicht. Jetzt 29, 30, ich kann ja nichts, sagte Karl nach Schluss des Liedes und sah Clara mit Tränen in den Augen an. Zwei Zeilen drunter, also 32, es hört doch jemand zu, rief Karl aufgerührt, da kann man Hände klatschen. Meck, sagte Clara leise. Man hört ja schon das Wort Karl Rossmann, ist ja der Reitlehrer, gell? Und dieser Meck ist ja der Bräutigam, der Verlobte von Clara. Und der zieht natürlich jetzt voll her über dieses lächerliche Klavierspiel. Seite 84, die Zeile 10 bis 11. Clara lehnte sich an den Bettpfosten und hatte nur noch Augen für Meck. Und jetzt geht's weiter, 17, 18, da Meck und Clara offenbar schon miteinander schliefen, also die Moral in Amerika ist ja nicht so gewaltig, und jetzt auf das Klavierspiel bezogen, 21, es ist ja reichlich anfängerhaft, sagt der Meck zu Karl, also er druckt ein richtig so volles Rohr rein. Jetzt schlägt es Mitternacht, Seite 85, Zeile 11. Jetzt kommt dieser Green, der anmarschiert. Karl sieht ihn kommen. Green nahm in diesem Gang eine schon lächerliche Größe an. Also immer größer. Gell? Diese Größe steht für erdrückende Richterfigur, sag ich mal so. Jetzt. Das Böse, das diesen armen Karl unterdrücken wird oder vernichten wird. So. Also die Größe steht meistens für Vernichtung des anderen. Also für Kafka, damals in seiner Familie, große Figur des Vaters. Und hier jetzt wieder dieser Green, lächerliche Größe. Und Karl stellte sich zum Spaß die Frage, ob er nicht etwa den guten Herrn Polonde aufgefressen habe. Das Gute ist weg, das Gute ist verschwunden, das Gute wurde aufgefressen von dem Bösen, das ihm nun entgegenkommt. Und dieses Böse, dieser Green, gibt ihm nun triumphierend einen Brief vom Onkel. Nun liest Karl diesen Brief. Das ist die Zeile 34, fortfolgend, geht auf Seite 86 weiter. Wie du während unseres leider viel zu kurzen Zusammenlebens schon erkannt haben wirst, bin ich durchaus ein Mann von Prinzipien. Das ist nicht nur für meine Umgebung, sondern auch für mich sehr unangenehm und traurig. Aber ich verdanke meinen Prinzipien alles, was ich bin. Jetzt mach mal weiter. Auf der Seite 86, Zeile 14 bis 17. Du hast dich gegen meinen Willen dafür entschieden, heute Abend von mir fortzugehen. Dann bleibe aber auch bei diesem Entschluss dein Leben lang. Nur dann war es ein männlicher Entschluss. Und jetzt finde ich das schon bös fast. Zeile 30. Dein treuer Onkel Jakob. Also das ist übelst. Jetzt werdet ihr natürlich die Frage stellen, warum tut er das? Also ihr wisst ja noch, ganz am Anfang hat der Onkel ja über die Eltern hergezogen, die den Karl verstoßen haben für etwas, was er ja eigentlich gar nicht getan hat, wie eine Katze, die stört, vor die Tür schmeißt. Gell, ihr wisst ja, ganz am Anfang auf dem Schiff noch. Jetzt tut er das Gleiche, nur noch viel, viel schlimmer. Denn er hat ja die Zustimmung gegeben, muss man nicht sagen. Jetzt ist die Frage, warum tut er das? Und jetzt eine kurze
Erklärung meinerseits wenigstens, dieser lockere oder joviale, auf jeden Fall deutsch lockere Polunder hatte die Zuneigung von Karl und umgekehrt. Das stimmt schon. Okay. Und von daher sah dieser oder sieht dieser Onkel einen Konflikt zwischen zwei Lebensprinzipien. Hier der Onkel mit seiner Disziplin, mit seiner Strenge und hier der lockere Polunder. Und Polunder hat gewonnen und der Onkel ist verletzt. Eine narzisstische Kränkung und das bedingt die brutale Bestrafung des Neffen. Das ist auch die Bestrafung für ihn, weil damit verliert er natürlich auch seinen geliebten Neffen und sein Erbe, seinen Erben. Karl, auf der Seite 86, reagiert erstaunlich abgeklärt, denn im Brief stand, dass Green ihm den Regenschirm und den Koffer übergeben wird. Jetzt fragt in der Zeile 31-32 Karl Green, haben Sie mir den Koffer und den Regenschirm mitgebracht? Also, wenn man überlegt, gell, diese Liebe, die der Karl dem Onkel gegenüber hatte, vor ein paar Minuten habe ich es erklärt, dieser Wille von Karl, ich will nach Hause, ich will zurück zu meinem Onkel und dann dies und dann dieses abgeklärt. Also das ist für mich ein bisschen ja, so widersprüchlich, sage ich mal so. Und jetzt geht es weiter auf der Seite 87, Zeile 22 bis 23. Ein Zusammentreffen muss unbedingt vermieden werden. Das ist die Forderung des Onkels. Das sagt dann auch Green. Deswegen kriegt er einen Zugverschein dritter Klasse und soll nach San Francisco fahren, dass er nie mehr in den Bereich des Onkels kommt. Dass auch ja keine zufällige Begegnung zustande kommt. Und jetzt sagt Karl, also das sind die zwei letzten Zeilen, das ist Zeile 36, 37, Seite 87, geht dann rüber auf die nächste Seite kurz. Ich bin nur als Neffe meines Onkels aufgenommen, während ich als Fremder hier nichts mehr zu suchen habe. Also es ist gnadenlos, auch sich selbst gegenüber. Auf der Seite 88, die Zeile 10 bis 15. Hier ist etwas, was ich nicht so recht interpretieren kann und auch nachvollziehen kann. Ist diese Eloquenz, diese Redebegabung, dieser Gegenangriff von diesem zerschmetterten Karl gegen Green. Also das passt für mich nicht ganz zusammen, aber sei es drum. Auf dem Umschlag des Briefes, den Sie mir zu übergeben hatten, steht bloß, dass ich ihn um Mitternacht erhalten soll, wo immer ich angetroffen werde. Warum haben Sie mich also mit Berufung auf diesen Brief hier zurückgehalten, als ich um 11:45 von hier fort wollte? Sie gingen dabei über ihren Auftrag hinaus, also volles Rohr, voller Angriff. Und jetzt die Zeile 28, fortfolgend bis 34. Es wäre schließlich Ihre Pflicht gewesen, mich in Ihrem Automobil, von dem plötzlich nicht mehr die Rede war, zu meinem Onkel zurückzubringen, da ich so danach verlangte, zurückzukehren. Besagt nicht die Überschrift ganz deutlich, dass die Mitternacht für mich noch der letzte Termin sein soll? Und Sie sind es, der die Schuld trägt, dass ich ihn versäumt habe. Letztlich vollkommen richtig, aber dass der Karl zu diesem Angriff in der Lage war, nach diesem zerschmettert werden, erstaunt mich einfach. Seite 89, jetzt die Endrunde, ganz unten die letzten zwei Zeilen, das ist die Zeile 21 bis 22, also der wird jetzt nun, also wieder wie die Katze, die stört, die vor die Tür gesetzt wird. Der Green gibt, hier ist der Regenschirm, hier ist der Koffer, zack, nach draußen, dein Problem, du bist nicht mehr, du bist für mich erledigt. Mach, was du willst. Jetzt steht der arme Karl da draußen, vor dem Landhaus, Regenschirm, Koffer. Er wählte also eine beliebige Richtung und machte sich auf den Weg. So, das war der erste Teil der Sendung. Ich bin auf Seite 89 angekommen. Jetzt werdet ihr vielleicht fragen, das hätte ich auch jetzt schon am Anfang sagen sollen, wo findet ihr das Manuskript? Hier habt ihr meinen Namen, Klaus Schenk. Also www.klausschenk.de.
Dann kommt ihr auf meine Homepage, auf die Schulmaterialien, da habt ihr eine rechte Spalte. Und da seht ihr so eine Hinweisgrafik, in der rechten Spalte Hinweisgrafik, steht drauf, Kafka, Der Verschollene oder Verschollener. Ihr müsst es nur anklicken, dann seid ihr in meinem Ordner. In diesem Ordner ist das Manuskript, die Link, und auch die Links natürlich zu den ganzen Sendungen. Also zu Manuskripten und zu Sendungen. Okay, da könnt ihr alles finden. So, das war's. Vielen Dank, wenn ihr durchgehalten habt. Ist nicht kurz, aber ich hoffe, dass ihr vieles verstanden habt. Bleibt dran. Ich würde mich einfach freuen, wenn wir uns wiedersehen zur nächsten Sendung, zum zweiten Teil. Und euch wünsche ich alles, alles Gute.